Moin, ich bin Malermeister Andi und willkommen zum Weihnachtskalendertag Nummer 2. Viel Spaß beim Video. So, ich mache meine allererste Musterplatte und ich habe auch alles soweit vorbereitet. Die erste Technik, die ich mache, nennt sich Sahara. Kann man sich ganz grob vorstellen, Farbe mit Glasperlen drin. Habe ich einmal in Silber und einmal in Gold. Gibt es auch in grob und in fein. Das Silberne ist grob und das Goldene ist fein. Ich werde beide mal auftragen. Also ich werde auf dieser Platte jetzt das Silberne auftragen und dann hole ich mir gleich noch eine zweite Platte und dann mache ich dann das Goldene drauf. Als Werkzeug habe ich hier so einen Flachpinsel, der sieht hier so aus. 100er ist das. Damit wir es auftragen, es gibt verschiedene Techniken zum Auftragen. Wie gesagt, es ist immer eine Kreativtechnik, man kann es machen, wie man möchte. Aber ich würde sagen, am gängigsten ist der Kreuzgang, den man dann auf der Wand machen kann. Oder auch in eine Richtung, sprich diagonal zur Wand. Oder auch meinetwegen senkrecht oder auch waagerecht. Ich werde die zwei Techniken machen, einmal im Kreuzgang und einmal diagonal. Finde ich am schönsten. Und das machen wir jetzt mal auf der ersten Platte. So, ich habe jetzt als erstes hier den silbernen. Das ist wie gesagt Grosso, das heißt dann so Art wie grob. Da ist nicht mehr allzu viel drin, ich hoffe das reicht. Oh, mein Pinsel ist auch ein bisschen groß. Kleinen Moment. Denn ich habe auch einen 70er, damit komme ich jetzt besser in den Pott hier rein. Wenn wir große Wände machen, würde ich natürlich einen 100er nehmen oder einen 120er und mir das dann umfüllen, ist klar. Ne? So, ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich jetzt hier Kreuzgang mache oder diagonal, aber ich glaube, ich mache mal Silber, mache ich diagonal. Wir tragen uns das hier ganz normal auf hier. Müssen auch nicht sparsam mit sein. Ich trage das jetzt erstmal willkürlich auf. Und dann kann man das im Nachhinein nämlich noch strukturieren. Hier kann ich natürlich die ganze Platte auftragen, um dann zu strukturieren. Auf der Wand würde ich natürlich Stück für Stück machen, weil das Material sonst viel zu viel schnell antrocknet und wir dann sonst nicht mehr hinterherkommen. So, und jetzt können wir dahergehen und die Platte dann strukturieren, wie wir möchten. Wir könnten es auch so lassen, aber wie gesagt, ich möchte es jetzt hier diagonal haben. So, und das war's auch schon. Das war jetzt der silberne Ton. Das lassen wir jetzt nochmal vernünftig durchtrocknen, damit wir uns das Endergebnis mal angucken können. In der Zeit machen wir jetzt schon mal die goldene. Aber erstmal muss ich den Pinsel mit Wasser auswaschen. So, der Pinsel ist ausgewaschen, das Goldene ist umgerührt und die Musterplatte steht auch bereit. Gerade hatten wir das Grobe, jetzt haben wir das Feine. Ich bin mal gespannt, wie groß der Unterschied ist. Bei dem Goldenen würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, jetzt wo ich das so sehe, Gelb oder so ein Goldgelb vorzustreichen anstatt Weiß. Und man sieht den Unterschied auch schon groß zwischen dem Feinen und dem Groben. Also da muss ich sagen, gefällt mir das Grobe ein bisschen besser. Das kann ich jetzt schon sagen. Man hat die Möglichkeit natürlich auch noch ein zweites Mal rüber zu gehen, um das noch ein bisschen intensiver zu machen. Wie gesagt, da sind keine Grenzen und es gibt auch keine Anleitung, wo drauf steht, du musst es genau so und so machen. Eigentlich kannst du damit machen, was du willst. Und das ist eigentlich mit jeder kreativen Technik so. Es gibt Vorschläge, so und so kann man das machen. Aber im Endeffekt kannst du es machen, wie du willst. So, ich würde sagen, das lassen wir einen Augenblick anziehen und dann will ich mal probieren, noch ein zweites Mal rüber zu gehen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das bisschen mit dem Föhn angetrocknet. Ich werde jetzt noch ein zweites Mal rübergehen. Wie gesagt, man hätte das mal gelb oder gelb-gold vorstreichen sollen und ich weiß, wie ich das hatte. Aber wir geben nicht auf, zweite Mal rüber. So, das war der zweite Auftrag. Wir lassen das jetzt alles mal schön durchtrocknen und dann gucken wir uns die Platten nochmal zum Schluss an.
Ja, und das war's mit dem zweiten Kalendertürchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben geben. Wenn ihr keine weiteren Kalendertürchen verpassen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Für heute bin ich raus. Morgen kommt dann ein Werkzeug und übermorgen dann wieder eine Musterplatte. Also bleibt dran. Wir sehen uns morgen 18 Uhr. Ciao.